Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. So, wir brauchen das mit. Wir brauchen die Zettel. Wo haben wir die denn? Bei dem Sauhaufen erkennt man fast nichts. Wir brauchen... Also, wir werden Handel treiben, wollte ich sagen. Habe ich es gesagt? Ich hoffe, ich habe es gesagt. Wir werden heute handeln. Und dafür brauchen wir Zeugs. So. Das ist wertvoll, das ist wertvoll. Dann, was ich auf jeden Fall aufbewahren muss, sind der kurz, das noch und das noch. Da haben wir zu wenig, die lasse ich. Das sind unbedingt hier diese Zweige. Die brauchen wir für den nächsten Tag. Die werde ich jetzt nicht verkaufen. Ganz bestimmt nicht. So, und wir haben die Notizzettel mit, ne? Überprüfen wir nochmal, ob das wohl auch stimmt. Wir haben heute den 8. Stoff, Rankling, Notizen. Jawohl, das passt. 24.000 gibt es. Ja, passt. Gut, dann machen wir mal das Geschäft auf. Wobei, soll ich was ins Safe reinschmeißen? Das könnte ich schon reinhauen, sowas wie das hier zum Beispiel. Ja, ich glaube, das kann man machen. Dann hole ich mir noch schnell zwei Sachen. Und dann passt das, glaube ich. Wobei, die Sämlinge könnte ich auch reinschmeißen. So, die passt schon. Brauchen wir was für den nächsten Tag auch noch. So. Sesam, öffne dich. Wer kommt rein? Gleich mal der, der seine Bestellung gerne haben möchte. Hallo. Bitteschön. Haben wir geschafft. Sind schon mal 24.000. Super. Begrüße. Sehr schön. Nimmt er gleich mit. Freut uns. Servus. So, was können wir noch? Ich glaube, da kann man das mal reinschmeißen. Das hatten wir auch, glaube ich, noch nicht. Ich werde das gleich mal so auch mit 500... Danke. Das Wasser ist gut weggegangen. Mit 400. Ich möchte aber 450 gerne. Und den dritten Preis noch Möglichkeit freizuschalten. Ui, da ist die Zornig. Da ist die Zornig. Das mag sie überhaupt nicht, dass das Holz so teuer ist. Dann machen wir es auf 300. Jawohl, da ist sie glücklich. Das habe ich zu billig gegeben. Echt? 500 war zu billig. Dann machen wir das 600, 700. Okay. Bam, bam. Dankeschön. So, dann können wir doch mal Wasser geben. Das war dann mit 4... Warte mal. Mit 4,50 war das jetzt aber schnell weg. Ehrlich gesagt. Ein Dieb. Jetzt aber schnell. Jawohl, erwischt. Puh, das war jetzt mega knapp. Das war mega knapp. Puh. Danke für den Einkauf. Oh, da hat noch jemand was gefunden. Dankeschön. Ah, Schwammerl hat er genommen. Super. Dankeschön. Danke sehr. Ich glaube, die Schwammerl tun wir da raus. Da tun wir was anderes rein. Das zum Beispiel. Würde ich sagen. Da können wir... Ich probiere es auch mal mit 700. Schauen wir mal. Boah, die hat einen Hammer, ne? Die Gnädige. So, 300. Ich hoffe, das passt. Ein Dieb. Ich glaube, ich träume. Ein Dieb ist da. So ein Schuft. Na?
Hab dich. Du Gauner. So. Wie viel ist der wert? 100, ist gut. Dann probieren wir es nochmal mit 125. Vielleicht schalten wir so den dritten Preis frei. Da drüben können wir auch noch was hin tun. Da ist schon eher mau. So, das hier vielleicht und das hier vielleicht. Da können wir auf 11 gehen. 400 ist gut, da gehen wir auf 500. 500 ist gut, da gehen wir auf 700. Passt. Okay, das haben wir zu billig hergegeben. Ein Knochendieb, Alter. Komm her schnell. Alter, muss ich mich beeilen. Ich seh dich, du Gauner. Hab dich. So. Oh, der ist gegangen jetzt ohne. Naja, was sollen wir machen? Dann. Das werden wir machen. Das habe ich mit 400 zu billig, oder? Machen wir 425. Da wollte ich jetzt noch reingeben. Den hier. Mit 700 zu billig. Der hat das einfach so genommen, oder? Bam, bararam, dam, 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 dam. Die haben wir gerade. Da können wir nochmal sowas geben und sowas geben. Würde ich auch gern auf 425. 400. Ich will hier auch probieren. Achso, 400 ist zu. Warte. Machen wir so vielleicht. So. Dankeschön. Dankeschön. Da. Das hier nochmal mit 700. Das ist das gut verkauft worden. Weiß man nicht. Der hat das einfach so wieder mitgenommen, weil er es haben wollte unbedingt. Wie schauen wir da eigentlich aus? Da weiß ich überhaupt nichts. So, dann tun wir hier noch was hin. Ich würde sagen, gehen wir nochmal das Wasser hin. Freut er sich. Danke. Ich glaube, heute machen wir da einen neuen Rekord. Der hat das weggekauft. Es ist immer noch zu billig. Alter. Wie grob. 500 waren eindeutig zu billig. Ich mag's. Ich traue jetzt mal mit 800. Oh. Ja, bitte. Modifizierter Samen. 5 Stück. Ja, gerne. Modifizierter Samen. 5 Stück. Da habe ich zum Glück noch welchen hier. Den behalten wir uns gleich auf. Das können wir ausstellen. So. Bilanz. Wie schauen wir aus? Was haben wir heute verdient? Oh Gott, ich glaube mehr als sonst, ha? Nährstoffwasser ist gut weggegangen, Lebenssaft sowieso. Da haben wir 30.000 gemacht, nur mit Lebenssaft. Bist du deppert? Ja, ja. Warte, der Stoffinger, die ist nämlich auch noch dazu. 113.569 Goldmützen. Absoluter Rekord. Wow. Ich glaube, da kann man mehr als zufrieden sein mit uns, ey. Bist du gescheit. So. Das heißt, wir können eigentlich nochmal in den Dungeon gehen. Völlig ungeniert. Und porten uns dann einfach raus, wenn die Tasche einmal voll ist. Dann ist es fix Tag. Und dann müsste das so passen, dass wir... ich schau mal, ob ich da einen Platz habe für das Zeug. Dass wir ja gleich die nächste Belohnung einkassieren können. Ich glaube zwar, dass wir nicht nochmal so einen Gewinn machen werden, aber... Bist du deppert? Das ist echt nicht schlecht. Ich glaube, wir können unsere Waffe verzaubern. Übrigens, das werden wir auch gleich machen.
Und ein paar Tränke kann ich mir leisten. Schon schlecht. Oh, endlich mal, ne? Die Tasche habe ich voll übersehen. Ich versuche mal drüben alles voll zu machen. Das geht. Okay, wir hätten genug Raffel. Mehr als genug. Nein. Wir haben mehr als genug Zeug. Ich wollte nur mal schön sortieren, dass wir drüben so gut es geht die Zehnerstapel haben, wobei ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, ob das so schlau ist. Weil da drüben ist wirklich Kudelmudel drin. Da haben wir nichts mehr. Die ist jetzt auch leer, passt. In den Taschen haben wir nichts. Sehr gut. Gut, wir gehen jetzt da verzaubern und Tränke machen. Auf jeden Fall mal. Das ist das Erste, was wir machen. Tap, 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 tap. Und... So. Hallo. So, Tränke zuerst. Und dann gehen wir sofort wieder in den Dungeon rein. 4 Stück. Ja, bitte. Dankeschön. Wir können dann, wenn wir das Geld haben, auch wieder ein bisschen mehr machen. Wenn es passt. Mal schauen. Die Stiefel. Die waren ja auch noch nicht verzaubert. Ach du Schande. Bist du gescheiter? Machen wir jetzt Damage. Ja, bitte. Die kann man nochmal. Jetzt sind wir pleite. Die geht noch einmal. Sind wir ziemlich pleite zwar, unser ganzes Geld ist wieder fort, aber die Waffe ist jetzt ordentlich, also die muss jetzt schön Damage machen. Die brauchen wir dann lange nicht, also nicht tauschen, glaube ich. Cool. So, schauen wir mal, wie das jetzt auf die Gegner wirkt, ob wir was spüren, ob das wirklich richtig viel stark besser ist, wirklich toll, 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 toll besser, oder naja. Werden wir sehen. So. Oder ob sie ein Klumpert ist, wollte ich sagen. So. Dann schauen wir mal. Ja, da war sie gut. Sehr gut. Ausgesprochen gut. Hervorragend. So. Zack. Schade. Nicht schlecht. Ich freue mich schon auf die nächsten Millionchen, die wir haben. Weil, dann können wir die Waffe nochmal verzaubern. Dann haben wir das Giftschwert hier auf Stufe 3. Nicht schlecht. So, na komm her. Passt. Gut, da geht's weiter. Da wollen wir noch nicht hin. Wir sind wieder stur, also ich bin stur und wir schauen uns wieder brav unten zuerst um. Okay, das war jetzt der Instant hin. Schön. Aber wir haben auch jetzt genug Geld noch, dass wir mindestens einmal rein raus können. Also wenn wir hier mal alles schön voll machen, unsere Taschen. Geht's da vielleicht was Geheimes? Gibt nichts. Nein, da geht's auch nicht weiter. Gut. Bist du gescheit erst. Nicht schlecht, das ist richtig, richtig schön jetzt. Also ich komme mir gerade übermächtig vor. So. Und nächster Raum. Zack, zack, das geht richtig gut. Geht richtig gut. Hat es da geglänzt? Geglitzert? Ich weiß es nicht. Nein. Ich habe es übersehen gehabt. Ah, hier. Hier dafür. Ja, mit dem Zeug. Das war es wertvoll. Was haben wir denn da Schönes? Ein Buch. Mhm. Merken. Buch hier. Weiter gehen tut's drüben. Wir gehen zuerst natürlich den Dungeon hier, also die Ebene fertig ab.
sammeln alles ein, was es gibt, und dann holen wir uns das Buch und dann hauen wir ab. Boah, der hat gar keine Chance gehabt jetzt. Das gefällt mir. Na du, zack. Au! Ruhe ist jetzt. Sei nicht buggy, bitte. Super. Dünger und wieder dieses sündhaft teure Gefäß. Das habe ich unterschätzt, dieses Gefäß. Und da ist nichts. Was? Dann können wir das Buch holen und in die nächste Ebene. Als Buch ist ja auch narrisch viel wert. Ich möchte sagen, an 6000, das ist schon heftig. Also im positiven Sinne. Das war da oben, genau. Und schwupp. Das wollte ich nicht. Es kommt! Es kommt! So, links. Durchs Wasser durch. Hier hoch. Und darüber. Tschüssi! Wo ist er hin? Verdammt. Mein Buch. So, da hat er Pech gehabt. Wir waren schnell. So. Zack. Zack, zack, zack. Na, einmal geht's noch. Haut drauf. Was ist mit dir, du Viech? So. Ich dachte, da wäre noch was oben. Gut. Was haben wir hier? Zerstört bei Rückkehr diesen Gegenstand. Du spinnst wohl. Ich will noch nicht verwenden. Zerstört Brücke diesen Gegenstand. Sicher nicht. So, wir sind voll. Da ist was gedroppt. Wo ist denn der Bogen? Jetzt auf einmal herkommt der Jagdbogen. Den habe ich gar nicht mitgekriegt. Und da habe ich gesehen, da haben wir noch so eine Waffe bekommen. Na, schau mal. Alter. Die, was wir hatten, ne? Soldatenkurzschwert. Und wir haben es jetzt halt aufgemotzt. Aber das ist interessant. Ein Bögelchen. Ein Bögelchen. Den wollte ich schon immer mal ausprobieren. Für Fernkampf und so, ne? Voll cool. Okay, wir müssen sofort abhauen. Ich muss nur aufpassen. Wir werden zuerst hier hingehen, damit wir da oben die Gegner wieder kriegen. Wieso habe ich das nicht dort unten hin platziert? Na, ich habe jetzt zu viel Schiss, dass wir sterben. Ich muss das in Sicherheit bringen, unbedingt. Ja, bitte. Die Waffen können wir nämlich super cool verkaufen für uns. Für gutes Geld, wollte ich sagen. Das ist echt selten, Waffen, ne? Cool. Wir hatten die jetzt getroppt. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Oh, da fällt mir gerade ein, es ist Tag. Da können wir jetzt aber glatt noch was probieren. Besser gesagt, ich will das probieren. Wie schaut's aus? Bleibt das Portal bestehen, wenn wir Handel treiben? Das würde mich jetzt brennend interessieren. Und ich glaube, dass wir jetzt die Gelegenheit haben zu testen, weil wir müssen jetzt Handel treiben. Wir müssen ja unseren Auftrag erfüllen. So, ich platziere das jetzt alles mal mit Absicht da rein. Wie immer halt. Aha, das soll aufgehen. So. Und zwar, wir haben den mir nicht so beliebten Speer. Den will ich auf jeden Fall loswerden. Ich habe vergessen, wie viel der gekostet hat bei mir. So, das können wir auf jeden Fall mal. Das selbstverständlich. Das und das und das. Und das und das. Natürlich das da unten. Die Früchte dürfen nicht fehlen. Die Wurzeln. Wo sind meine
Waren das jetzt Wurzeln, die er gebraucht hat? Na. Sämlinge. Die hier. Die waren's, oder? Ich bin schon alt. Konservierte Wurzeln waren's. Da drüben waren die Sämlinge. Na, passt schon. Alles gut. Alles gut. Die gehen wir nicht her, sicherheitshalber. Hier sind diesmal die Wurzeln gefragt. Die waren hier. So. Das kommt mit und der kommt mit und das kommt mit und das kommt mit. Das können wir bei Crab reinschmeißen von mir aus. Da haben wir noch einmal 5 von diesen Sämlingen. Ich lasse das mal. Das kommt rein bei Crab. Die schwammen von mir aus. Das auch. Ich mache mal unsere Sellkiste voll. Weil die Leute lieben ja die Sellkiste. Also, da tun wir das rein. Die Schwammerl kommen rein. Die Sämlinge von mir aus, Schwammerl und das. Ja. Schauen wir kurz den Preis an. Das ist zu wertvoll. Das ist auch zu wertvoll. Das kann ich teurer als 700 verkaufen? Jetzt haue ich das aber dann für 1000 da rein, dass du das gleich weißt. Ist doch narrisch. Leid, sondern der Hammer wirklich war. So, das war mit 440. Okay. Aha, da habe ich unabsichtlich das gleiche reingeschmeißt. Das ist nicht so schlau. Das darf ich jetzt nicht hergeben. Das Wasser können wir geben. 425. Ich weiß jetzt nicht. Da herüben. Kann man den geben? 700 weiß ich nicht. So, nächstes. So, was haben wir noch Schönes drinnen? Das hier und das hier und brennender Staub. Kann man auch mal probieren. Können auch mal einen Stapel von dem und einen von dem für die Crab-Kiste reinschmeißen tun. Was haben wir da drüben jetzt noch? Nein, nicht du, sondern du. So, das ist gut, das ist gut. Ja, die beiden Waffen will ich unbedingt loswerden. Das Buch. Ja, dann machen wir nochmal die Crab-Kiste. Schmeißen wir die beiden rein. Da hätte sogar noch was Platz, ne? Wie viel sind die jetzt wert? Weiß man nicht. Weniger als 100. Da habe ich auch noch keinen fixen Preis. Hätte ich aber gern. Boah, jetzt wird das mühselig für euch, ne? Tut mir sehr leid. Das kommt noch rein in die Crab-Kiste. Die hat kein zweites Fachel. Die können wir noch rein tun. Ich glaube, die war nichts wert, oder? 100. Na, ist mir echt meh. Sale-Kiste fertig. Mittlerweile haben wir Luxusprobleme. Das heißt, ich darf das machen. So. Ja. Können wir hier die Waffen reingeben und drüben. Da ruffelt's. Irgendwer kommt. Ah, mein Schatz kommt. Okay. Dann werden wir noch schauen, das hier. Ja. Ja, den Rest gehen wir dann holen. So. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir den Laden. So, hereinspaziert. Der eine wird hier gleich kommen. Seine Wurzeln abholen. 100%ig. So, bitteschön. Selbstverständlich haben wir das Zeug. Fertig out. So. Aha, da hat jemand einen Auftrag für uns. Bitte. Tech-Rankling-Notizen. Auch 10? Ja, freilich. Probieren.
Ah, ich habe abgelehnt, ich Idiotin. Ich habe abgelehnt, das wollte ich nicht. Ich wollte auf Ja drücken, scheiße. Aha, die Pilze sind wieder zu teuer. Die mit ihren Pilzen, ne? 70 ist mir zu teuer, das will ich nicht. Blöde Kuh. Ich wollte das doch. Ah, ein Dieb, der ist weg. Den habe ich nicht mehr erwischt. Scheiße. Das hat er mir jetzt gestohlen, was Wertvolles, glaube ich, ne? Never lucky. Scheiße. Dreck. Die Seilkiste ist leer. Aber komplett leer. Ich glaube, ich träume. Komplett leer. Okay, da kann ich mehr verlangen für die zwei Sachen. 700 ist definitiv zu wenig. Da kann ich rauf mit dem Preis. Da kann ich rauf mit dem Preis. 700 ist definitiv zu wenig. Okay. Nein. Dann machen wir da halt ein Tausender, ne? Und hier vielleicht auch gleich. So. Was habe ich hier für einen Preis gegeben? 800. Machen wir gleich einen Tausender auch. So. Bam, bam, badam, bam. Ein Dieb. Diesmal nicht, du Krippel. Okay, zwei Leute wollen was kaufen. Das ist wieder typisch Stress. Na, du. So. So, du Gauner. Jetzt habe ich dich. Du kleine Rotznase. So. Und hier drüben können wir was reinstecken. Reinstecken. Ha. Reingeben. So. Da tun wir wieder auf 25. So. Zu teuer. Was ist dir da jetzt zu teuer? Das Heu. Tatsächlich. 500, besser. Und? Jawohl, das ist immer noch zu viel. Also zu wenig, was ich verlange. Für das Obst, da kann ich noch mehr verlangen. Die Leute, ne? Da machen wir es halt noch teurer. Machen wir es halt noch so, weiß ich nicht. So, bitte, wie ihr wollt. Klingelt die Kasse, ne? So, 700. Ich glaube, das war auch zu billig, ne? Machen wir da auch gleich einen Tausender draus. Ist ja wurscht. Ah, da haben wir deine Anfrage. Hallo. Alte Knolle, 5 Stück. Ja, gern. Machen wir. Haben wir jetzt noch welche? Ich muss mal kurz ins Lager schauen. Habe ich jetzt noch alte Knolle? Ich hätte sie vielleicht nicht verkaufen sollen. 2 Stück hätten wir. Okay. Goldene Kisten hat es geheißen, das heißt, sie müssen Ebene 3 dann. Dann wird das schon passen. Ich wollte was holen für die Crab-Kiste, falls ihr euch fragt, was ich da mache schon wieder. Ach, hoppla, das waren nur 2. Es ist unglaublich, die Leute, ne? Die nehmen mir da alles weg. Crab-Kiste. Bitteschön. Noch 2 Items. So. Das hatte ich noch nicht, ne? Das werde ich aber gleich mit 500. Mal schauen, ob es wer kauft. Aha, da ist es jemandem zu teuer. Was eigentlich das hier? 70? Zu viel, okay. 60. Plus, ich wollte eigentlich die Sachen schon mal verkaufen. Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung, was ich beim Ding bezahlt habe. Ich würde sagen 5000. Jawohl, da freut sich wer. Bitteschön. Da können wir gleich nochmal Wasser nachgeben. Zu teuer. Okay. 5000.
1000 ist zu viel, da machen wir 4. Das hättest du einfach so genommen. Passt, freut mich. Ist mir recht. Aha, der nimmt gleich das mit, okay, das passt ihm. Dankeschön. 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 Ist das immer noch zu billig? Hallo, das Obst ist um bei 1500 das Stück. Das gibt's ja nicht. Dann machen wir 2000. Bitte, ist mir alles recht. Da werden sie wohl mal wieder sein, die Leute. Unglaublich, oder? Dankeschön. Wow. Jetzt muss ich schnell mal schauen. Auftrag. Wir haben jetzt da einen ganzen Tag Zeit. Einen halben Tag, um genau zu sein, ne? Nein, einen Tag. Ja, eineinhalb, passt schon. Die will haben modifizierter Samen, den haben wir. Alte Knolle müssen wir sammeln. Gut, müssen wir uns merken, weil die Sämchen haben wir ja. Sämlinge. Stockscheid. Aber ich glaube, dass es für einen neuen Rekord reicht. Nährboden, Dünger, bla bla bla. 106, jawohl, das reicht. 106.110 Goldmünzen ist, glaube ich, tatsächlich ein neuer Ding. Und der hat mir Wasser gestohlen, der Mistkerl. Der Mistkerl. Der traut sich was. Ich werde es vielleicht so probieren. Dass wir den letzten Preis noch kriegen. Das haben wir drin. Das kann ich schon mal ausstellen. Das und das von mir aus. Ein Tausender. Tausender ist zu wenig. Ich glaube, ich träume, Alter. So. Schön rauf mit der Marie. So. Alter Schwede, die Leute machen einen fertig. So. Gut, dann hauen wir das alles wieder weg. Und den Part beenden wir auch. Ja, ich werde für heute mal Aufnahmepause machen. Ich war schon ziemlich fleißig. Die Evil Within 7 Parts mit Nervenzusammenbrüchen und 6 Parts hier. Also ich glaube, das kann man so stehen lassen mal. Ja, mach ich heute mal Päuschen und Schluss vom Aufnehmen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!